Reichlich Gesprächsbedarf gab es am 29. September in der Industrie- und Handelskammer Magdeburg. Die alljährliche Vollversammlung stand auf dem Plan. In den Mittelpunkt der Unterhaltungen hatte es aber die derzeitige Energiekrise geschafft. Viele Mitgliedsunternehmen sehen hier einer ungewissen Zukunft entgegen, was die IHK zu einem Appell an die Bundesregierung veranlasst. Die müssen sich halt bemühen, bei allen nachvollziehbaren Ideen, die hinter den Sanktionen und so weiter stehen, zumindest eine berechenbare und planbare Zukunft in Sachen Energieversorgung, und da dick unterstrichen Versorgung und dann natürlich auch Preisgestaltung, dass man irgendwie den Unternehmen hilft, über diese Krise zu kommen. Ich persönlich bin auch der Überzeugung, dass das jetzt kein dauerhafter Zustand über die nächsten Jahre sein wird. Die Preise werden steigen. Aber auf dem Niveau, wo wir uns momentan befinden, das ist kein normaler Zustand und es wird auch wieder in die andere Richtung gehen. Aber wir werden nie wieder diese günstigen Energiepreise bekommen, die wir noch vor einem guten Jahr hatten. Diesen nicht allzu positiven Ausblick wertete die IHK mit zwei besonderen Gästen auf. Zum einen war der Staatssekretär für Großinvestitionen und Strukturwandel des Landes Sachsen-Anhalt, Dr. Jürgen Ude, zu Gast. Und er hatte mit Jens Fuhrberg einen Geschäftspartner und Hoffnungsträger mitgebracht. Im Zentrum der Ausführungen der beiden stand dieser Acker am südöstlichen Rand Magdeburgs. Sie ahnen es, Jens Fuhrberg vertritt niemand anderen als den US-Konzern Intel, der hier bis 2027 auf fast 1000 Hektar Fläche ein Mega-Halbleiterwerk samt umgebenden Technologiepark aus dem Boden stampfen will. Bis zum avisierten Baustart 2023 liegt aber noch einiges an Vorbereitungsarbeit vor Jürgen Ude und den Intel-Managern. Bis jetzt läuft aber alles nach Plan. Wir sind gemeinsam zufrieden, weil was man ja nicht sieht, dass im Hintergrund ja viele Aktivitäten laufen. Es sind ja zwei Schwerpunkte. Das eine ist der Bau der Fabrik, die da funktioniert. Und Sie können sich vorstellen, dann gibt es Vorbereitungen, eine Maßnahmen wie BIMSCH-Genehmigung, Baugenehmigung, das Thema Wasser, das Thema Abwasservorbereitung, die Stadtwerke müssen damit ziehen. Und da sind wir auf einem gemeinsamen guten Stand. Und ein ganz wichtiger Bestandteil, wie ich finde, ist aber das Thema Integration von Intel hier in die Stadt Magdeburg. Mit dem Thema Facharbeiter, Fachkräfte, mit dem Thema Universität Magdeburg, Hochschule Magdeburg-Stendal, die Forschungseinrichtung. Und auch da arbeiten wir parallel und da, glaube ich, sind wir auf einem sehr guten Stand. Und für alle, die eben wegen der angespannten Energiesituation Sorge tragen, dass Intel einen Rückzieher machen könnte? Der Kollege von Intel hat gesagt, dass natürlich auch Sie mit dem Thema Probleme haben. Es ist eine weltweite Situation, aber Intel zieht das durch.